In der heutigen Newsfolge geht es um Präsentationstermin von Alfa Tauri bekannt, Alfa Romeo besteht Crashtest nicht, Red Bull liegt mit 2020er Bolide sehr gut in der Zeit. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Der nächste Termin für eine weitere Präsentation steht. Toro Rosso oder ab 2020 Alfa Tauri wird seinen Boliden am Valentinstag der Welt vorstellen. Ort des Geschehens wird zum ersten Mal der Red Bull Hangar 7 im österreichischen Salzburg sein, wo viele Formel 1 Boliden von Red Bull als auch Toro Rosso ausgestellt sind. Auch die Uhrzeit ist bekannt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wie das Modell genannt wird, das steht noch aus. Schlechte Nachrichten für Alfa Romeo. Ihr Chassis hat den FIA-Crashtest in Mailand, wo er auch Ferrari testet, nicht bestanden, aber den statischen Crashtest vom letzten Dienstag in Hinwil schon. Das Chassis wurde beim dynamischen Frontal-Crashtest völlig zerstört. Es ist nicht außergewöhnlich, dass die Crashtests nicht sofort bestanden werden. Jedenfalls müssen die Italiener an Chassis 2 arbeiten und auch die Konstruktion verbessern. So etwas kann gut und gerne 3-4 Wochen dauern und wirft die Entwicklung zurück. Es dürfen bei den Testfahrten nur Boliden fahren, die alle 15 Crashtests bestanden haben. Das gilt seit einigen Jahren und galt vorher nur an den Grand Prix Wochenenden. Noch ist Zeit, das Chassis für die Frühjahrestests zu homologieren. Dr. Helmut Marko hat erklärt, dass sie mit dem 2020er Boliden 14 Tage vor deren normalen Zeitplan seien. Sie müssen 2020 abliefern und hätten ein tolles Konzept. Bisher war das Chassis immer der Schwachpunkt des Teams. Kommen wir zu Mikes Meinung. Alles klar, der Termin ist in meinem Kalender notiert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Team in den letzten paar Jahren ein Chassis baute und das dann durch den Crashtest fiel. Fällt euch etwa eins ein? Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Florian2711. Er fragt, betreffen die 2021er-Regeln auch die Formel 2 oder Formel 3? Da musste ich erstmal recherchieren, konnte aber nichts finden, also gehe ich zu 99% mal davon aus, dass die Regeln nur die Formel 1 und nicht die Nachwuchsserien betreffen. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18:30 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.